Ihr erinnert euch noch an die geilen Karamell-Schoko-Cheesecake hier jetzt Version 2.0 oder beziehungsweise 2.0, weil ich glaube, das Ding hier könnte noch geiler sein. Der Gül-Karamell-Cheesecake, ich wollte noch sagen, opulente Karamell-Cheesecake, kann ich Sie bitte mal scharf stellen. Achtung, opulent klingt geil, Cheesecake klingt geil und Gül klingt auch geil, nachdem wir wissen, dass es geil ist. Deswegen gucken wir uns mal diese geile Sache hier zusammen an. So, ja, ich habe es gesagt und ihr habt es auch schon gesehen in einem anderen Video. Also in dem Video habt ihr gesehen, dass ich es ankündige. Das hier steht jetzt an. Ich meine, guckt euch das mal bitte an. Cheesecake-Boden, also Keksboden, Cheesecake-Karamellsoße. Zwei Käsekuchen auf einem Keksboden mit einer Karamellschicht und Karamellcreme-Topping. Das erwartet uns, wenn die Kamera es scharf stellt. Ja. Und die Zutaten sind ziemlich lang, die gucken wir uns nicht an, da habe ich gar keinen Bock drauf. Es sind 184 Gramm drin, zwei Portionen zu 92 Gramm. Bezahlt habe ich, glaube ich, 2,22 € im Angebot, sonst kosten sie 2,99 €. Und wir machen jetzt mal eins davon auf. Tatsächlich, das, was ich hier oben wieder reingesteckt habe, war vorher nicht drin, sonst hätte ich es ja nicht reinstecken können. Das habe ich schon bei Zimmertemperatur ein bisschen draußen gelassen, damit es vielleicht so ein bisschen mehr Aroma noch entfaltet. Wir gucken uns das Ganze jetzt nochmal im Detail zusammen an und ich bin wirklich sehr gespannt, weil das erste, das Schokokaramell, ich schreibe es euch in die Beschreibung rein, den Link, das war absolut fantastisch. So, die Schätzchen jetzt nochmal aus der Perspektive hier. Und jetzt können wir uns das Ganze nochmal mit der tollen Kamera angucken. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr geil aus. Zutaten sehr lang. Interessant ist sicherlich, dass wir viel Schlagsahne drin haben. Wir haben Vollfette Frischkäse. Oh yeah. Wir haben Karamellsoße mit gesalzener Butter. 15% drin. Das Ganze könnte wirklich sehr, sehr geil sein. Hier unten kann man sich auch mal die Nährwerte anschauen, wenn man das will. Das ist halt ein ordentliches Dessert. Und je höher diese Zahlen hier über sind, besonders die bei Fett und Zucker und Kalorien, desto besser schmeckt es auch. Meistens ist das so. Nicht einfrieren, okay, klar, das geht bei so Frischkäseprodukten eigentlich sehr schlecht. Und ja, wir packen es jetzt einfach mal aus. Wie gesagt, den habe ich jetzt hier mal so ein bisschen schon draußen stehen gehabt, damit er vielleicht noch so ein bisschen mehr, weil ne, je wärmer etwas ist, desto mehr Aroma hat es auch meistens. Deswegen soll man ja Käse zum Beispiel und Fisch vor dem Verzehr, also jetzt nicht rohen Fisch, aber sowas wie Lachs oder so, wenn man den isst, soll man ja oft auch vor dem Verzehr rausholen. Ja, hier oben haben wir so eine Karamellschicht drauf. Die ist wohl so ein bisschen fester, soweit ich das hier sehe. Ja, die ist ein bisschen fester. Hier Käsekuchen und dann hier eben den Keksboden. Vom Geruch. Man riecht den Frischkäse, ja, ist so, ja, kann man jetzt riechen, ist jetzt aber nicht so, wie, so, wer weiß, wie intensiv, wenn man so einen Quark, ihr kennt, wenn man so einen Kuchen backt, so einen Käsekuchen, hat man oft einen sehr quarkigen, frischen Geruch, ist hier so ein bisschen dezenter. Ich mache jetzt einfach erstmal alles auf einmal. Und das sieht schon mal wirklich, müssen wir so ein bisschen was daneben reinmachen, muss ja hier alles nett aussehen und das sieht auch schon mal sehr nett aus, würde ich sagen. Oh Mann. Wow. Also sehr ja, opulent. Beschreibt es wirklich gut. Sehr voll und sehr, ja, das ist so wirklich sehr dicht, das Ganze hier. Boah, Wahnsinn. Ich hätte jetzt, ich glaube, das ist hier drunter, die Karamellsoße. Die ist hier, glaube ich, auf dem Keksboden drauf. Es wurde von dem Keksboden jetzt hier alles aufgesaugt. Deswegen probiere ich jetzt mal hier nur den Keksboden. Ja. Boah. Richtig guten Karamellgeschmack. Ich weiß jetzt nicht, natürlich, je länger etwas im Kühlschrank steht, weil er ist jetzt so gerade beim Mindesthaltbarkeitsdatum angekommen. Der andere, der Schokokaramell, der hat ja diesen Zuckerknack im Boden. Das ist jetzt hier nicht mehr. Das kann aber auch daran liegen, dass der Karamell irgendwann reingeflossen ist und den Zucker aufgelöst hat. Den kann sein, dass hier jetzt nicht mehr dieser Knack des Zuckers ist. Ich probiere jetzt mal nur das oben. Boah, die ist so reichhaltig und so richtig, wirklich cremig, wie so ein ganz dichter Frischkäse. Jetzt gucke ich mal, ob ich hier irgendwie nur, ja, ist nicht ganz so einfach, nur an den Frischkäse rankomme. Ja, der riecht dann auch noch ein bisschen frischer. Boah, sehr geil. Oh ja. Es schmeckt wirklich sehr, sehr gut. Leichte salzige Note auch. Ich finde aber tatsächlich, dass der Schokokaramell noch geiler war. Der ist auch sehr lecker, sehr, sehr süß, das Ganze auch.
Das muss man mögen. Und aber dafür hat man hier diese Schicht oben, die ist ein bisschen weicher als bei dem Schoko-Karamell und so cremiger noch. Also ganz tolles Dessert. Ich hätte mir so ein bisschen mehr flüssige Karamellsoße erhofft, aber wie gesagt, es kann sein, dass die jetzt hier im Boden drin ist. Trotzdem sehr empfehlenswert, kann man wirklich gerne holen. Man muss sich aber auch bewusst sein, dass das nicht mehr so viel mit Käsekuchen zu tun hat, durch dieses obendrauf. Und alles ist das sehr intensiv, sehr, sehr, sehr süß auch. Und ja, also kein klassischer Cheesecake, dafür ein verdammt dekadentes Ding. Der Gül Salted Caramel Cheesecake gerne mal probieren und gerne von euch in den Kommentaren, wie ihr das Ding findet, ob ihr schon mal probiert habt. Und dann heißt es wieder, danke fürs Zuschauen und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Adieu und ciao.